Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute geht es um eine Antenne, die ich jetzt gerade gebaut habe. Die werde ich jetzt auch noch aufhängen und testen. Auch das werde ich euch dann noch zeigen. Aber erst zeige ich euch einmal, was ich hier fabriziert habe. Fangen wir einfach an dem einen Ende an. Das ist nämlich das einfachste Ende. Der Endisolator. Das ist also eine endgespeiste Antenne. Und hier der Endisolator, den habe ich, also den Antennendraht, einfach mal hier durchgelegt und dann hier mit einer Schelle so zugeschraubt, also festgeschraubt, dass das nicht mehr durchrutscht. Ne? Den kann man aufschrauben, um die Antenne dann noch zu kürzen. Die ist jetzt wirklich lang. Ich werde die dann nachher noch nachstimmen müssen, wenn sie hängt. Also dann wird dieser kurze Schenkel etwas länger, wenn ich sie dann vor Ort abstimme. Denn jetzt abstimmen bringt relativ wenig. Die muss vor Ort abgestimmt werden, damit sie auch passt. Auf jeden Fall habe ich hier ein Isolierei. Und die gibt es übrigens in verschiedenen Größen. Ich habe die auch noch, gerade hier in der Schublade, auch noch in kleiner. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Und zwar wird hier der Antennendraht durchgezogen. Und zwar immer durch das entgegengesetzte Loch, also hier oben das Loch. Und dann kommt hier unten in das Loch, kommt das Abspannseil. Ich werde da zum Beispiel Paracord nutzen. Das hat den Vorteil, dass hier zwei Schlaufen ineinander laufen. Einmal haben wir ja hier diese Schlaufe vom Draht und die andere Schlaufe, die läuft ja dann eigentlich durch diese Schlaufe durch. Sollte dann der Isolator einmal zu Bruch gehen, hängen die beiden Schlaufen immer noch ineinander. Also einfach so, das andere so, so sieht das aus. Und wenn dann der Isolator dazwischen kaputt geht, hängen die Schlaufen noch ineinander. Das heißt, die Antenne kann normal nicht nach unten fallen. Und das ist natürlich ein Vorteil. Den machen wir mal weg. So, was habe ich hier gebaut? Das ist ein ganz normaler 1:9 UN-UN. Den hatte ich euch auch schon in anderen Videos gezeigt. Und da ist ganz, ich mache hier mal auf, dann sieht man das etwas besser. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, Heinz, du hast ja den ganzen Kabelbinder hier, das Klettband falsch, denn du hast uns doch erzählt, man sollte das durch die Öse ziehen, damit man es nicht verliert. Das ist richtig, aber diese Antenne wird gleich aufgehangen, ohne die Klettbänder und die wird dann auch hängen bleiben. Von daher bleiben die nicht dran, weil die Antenne ja wieder oder hängen bleibt. Und dann lasse ich die Klettbänder ja nicht dran. Also, Endisolator festgezurrt hier mit dieser Schelle. Endisolator. Und dann kommen hier 26,5 Meter Draht. Das hier sind also 26,5 Meter Draht. Und zwar ist das der Draht vom Mähroboter. Den hatte ich euch schon mal vorgestellt. Moment, hier liegt sogar die Packung noch. Dann schauen wir mal. So, das ist also der Draht von dem Mähroboter. So, es ist jetzt richtig rum. Ich sehe es gar nicht richtig durch die Kamera. Jawohl. Dieser Draht. Und der hat natürlich den Vorteil, dass er extrem belastbar ist. Und auch UV-beständig. Ich mache da mal auf. Na, so. Und ihr seht, da ist also eine ganze Rolle drin. Weg mit der Verpackung. Das war so eine 100-Meter-Rolle. Da habe ich jetzt schon für die EFHW 1:49 abgeschnitten. Und jetzt auch noch die 26 Meter für diese Antenne. Und es ist immer noch übrig. Es war nämlich eine 100-Meter-Rolle. Ja, der Draht ist sehr stabil. Flexibel vor allem, aber nicht zu flexibel. Hat den Vorteil, es vertüdelt sich nicht alles, wenn man die Antenne aufbaut oder abbaut. Das Ganze läuft dann hier auch wieder. Also der Draht hier durch diese Klemme, die das Ganze hält. Hier ist das Ganze dann noch einmal mit diesem Metallring versehen, dass wenn ich hier ziehe, und das ist ja die Zugentlastung, dass der Draht hier nicht an diesem Bügel hier schabt und blank wird, kaputt geht, beschädigt wird, weil das ist auch eine Antenne, die ich auf Dauer behalten möchte. Ja, und dann ist das einfach so fest. Ihr seht auch hier die Zugentlastung, dass wenn hier
Zug draufkommt, dass es sich nicht auf diese Öse hier überträgt. Das ist eine ganz normale Klemmöse, also eine Endöse mit Ring. Damit wurde das hier verschraubt. Hier habe ich dann das Ganze geklemmt mit der Krimpzange, also gekrimmt, etwas Schrumpfschlauch noch drüber gezogen und ich hatte sogar zufällig noch grünen Schrumpfschlauch. Nee, war Zufall, weil der hat gerade gepasst vom Durchmesser her. War also keine Absicht, dass der da grün ist. Ne? Ja, und dann ist das natürlich eine feine Sache, dann kann man da wunderbar arbeiten. Und hier als Gegengewicht nutze ich ja im Regelfall auch das Koaxialkabel, aber von diesem Außenleiter hier, jetzt seht ihr, ich beschrifte das auch immer schön, Antenne, Masse, was da was ist. Ja, und von diesem Außenleiter hier, also von dieser Trägerplatte, läuft ein Draht hier hin und da habe ich dann auch eine Krimpöse angebracht und hier ein Stück Draht mit einer Vago-Klemme. So kann ich dann immer einfach ein Gegengewicht hier an die Klemme anschließen, einfach einsetzen, zuklacken und fertig. Also 1:9 und etwas höher belastbar, weil ich diese Antenne bei mir aufhängen möchte, um damit FT8 zu machen. Und ihr wisst ja, bei FT8 nutzt man normalerweise 20% der Leistung, für die das ganze Gebilde zugelassen ist. Das hier, da ist zum Beispiel ein 140-43 drin, wenn ich damit FT8 mache, auch wenn ich da nur 10 Watt mache, der kommt relativ schnell in die Sättigung, dann geht das SWR hoch. Von daher dachte ich, ich mache mir hier jetzt mal mit einem etwas höher belastbaren, der hat, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall im Kilowattbereich. Und da kann ich dann also ja, problemlos mit meinen 10 Watt da FT8 machen, ohne dass da irgendwas passiert. Ich hatte den noch da rumliegen, bisher noch gar nicht in Verwendung. Deshalb dachte ich mir, ich nehme den jetzt für FT8. Aber jetzt hänge ich das Ganze einmal auf und dann zeige ich euch, wie ich das aufgehangen habe. Und dann schauen wir das Ganze eventuell, wenn es nicht zu lange wird, noch im Betrieb an. So, der 1:9 hängt jetzt hier und zwar habe ich hier mit Paracord bin ich hier durch diese Öse über den und unten drüber, also rechts und links an diese Aufhängeöse vorbei, hier durch diese Öse, habe dann eine große Schlaufe gelegt, hier komplett, dass der komplett gehalten ist. Ja, und das heißt also, der hängt jetzt hier dran und ist dann einmal ja komplett gefangen. Der Draht liegt jetzt schon nach unten, aber noch hier über dieses Dach. Den habe ich jetzt einfach so da runtergeworfen. Und jetzt gehe ich mal nach unten, oder ja, gleich gehe ich nach unten. Und dann spanne ich mal zu dem Baum da unten, denn dort habe ich einen Isolator schon angebracht. Das ist so ein Isolator vom Weidezaun, die zum Einschrauben. Die kennt ihr auch, ja doch, der ein oder andere kennt die. Wo dieser Weidezaun halt durchgeführt wird. Aber das zeige ich euch noch von unten. Ja, und dann schauen wir mal, wie das da ausgeht mit den 26,5 Metern und wie ich den Draht am Ende da spannen muss, damit ich den ganz unterbekomme. So, jetzt gehen wir dann mal nach unten. So, jetzt mal von unten. Das ist also oben das Fenster. Ich habe die Antenne da runtergeworfen. Das ist natürlich wie immer, ne? Wenn ich was machen will, regnet es. So, hier liegt die und jetzt schauen wir mal, dass wir die nach irgendwo da unten abspannen. So, das Ganze ist jetzt hier an den Baum gespannt, dann da ja etwas schräg nach links. Man sieht den Isolator da noch hängen, der Endisolator. Da ist also noch so circa 1,50 Meter vom Baum nach links weglaufend. Ja, und hier läuft es jetzt hoch. Regnet. So, und jetzt gehen wir hoch und dann schauen wir uns das Ganze mal am Analyzer an und dann kann ich auch mal Vergleiche machen zwischen den beiden Antennen. Einmal hier als Looper nach unten 1:9 und die EFHW, die da gestreckt hängt. Jetzt bin ich gleich ganz nass. So, jetzt haben wir die Antenne mal hier am Analyzer. Und ich mache die ja immer länger, die Antenne. Und das sieht man auch hier direkt. Hier am SWR.
bin jetzt da mal ja so ziemlich auf den niedrigsten Punkt hier bei dem linken Peak. Und dann sehen wir unten da SWR 1,5, 1,4 zu 1. Ja, das schwankt etwas. 4, 5. Aber bei 3,3 oder ja, rund 3,4 Megahertz. Das heißt, die Antenne hängt etwas zu tief vom Resonanzpunkt her. Das heißt, wie die Krawatte. Ne? Ist die Krawatte zu lang oder ist die Krawatte zu tief? Ist sie zu lang? Also kann ich jetzt unten etwas umlegen. Ne? Das werde ich auch noch tun und dann schauen wir mal, wie es weiterhin aussieht. Hier zum Versuchsaufbau. Jetzt haben wir hier den Aufbau. Das Ganze ist hier angeschlossen am Analyzer. Das Kabel läuft einfach hier ans Fenster und da hängt ja die Antenne. So, und dann geht die schräg nach unten. Also wieder in den Regen. Unten etwas umlegen. Ich schätze mal, dass das so circa 30 cm ausmacht jetzt bei dieser Antennenlänge und dann dürfte es etwas besser werden. Ne? Das werde ich jetzt tun. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal am Empfänger an, wie es sich da bemerkbar macht mit dieser Antenne oder wie man damit überhaupt einmal hört. Denn ich mache immer erst Versuche zum Hören. So, ich habe jetzt die Antenne einfach mal hier angeschlossen. Also nachdem ich sie noch etwas umgelegt hatte, habe drüber gedreht. Das ist jetzt die 1 zu 9. Ich schalte jetzt mal um auf die EFHW. Das ist jetzt die EFHW. Also die Endfett, die gerade hängt. Und das jetzt wieder die 1 zu 9. Also das ist der erste Versuch hier. Da ist also zumindest vom Empfang her die 26 Meter Draht als Looper gespannt. Etwas empfangsstärker als die EFHW von 23 Meter, die gerade hängt. Ne? Also gestreckt. Das verwundert mich jetzt etwas. Ne? Naja, aber ja, ich werde da auf jeden Fall noch weiter testen und euch dann auch auf dem Laufenden halten. Das hier ist jetzt, wie gesagt, der Erstbetrieb und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze sich gibt. Gedacht ist die Antenne eigentlich für FT8, weil ich dann mit einer etwas längeren Antenne da auch noch weniger Leistung machen kann. Ziel soll sein, 1 Watt Ausgangsleistung. Und dann schauen, wie weit das Ganze funktioniert. Aber, wie gesagt, da wird es mit Sicherheit noch ein Video zuvor geben. Hier mit einem kompletten Test über alle Bänder oder, ja, schauen wir mal. Irgendwie sowas wird es auf jeden Fall geben, bevor die Antenne dann in den regulären Betrieb geht. Das soll es dann aber auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei bei diesem Video. Und wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Ich würde jetzt hier noch etwas drüber drehen und probieren. Ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Video nochmal. In diesem Sinne, ABDH 73. Hier war Delta Lima 8, Maikotter.